Mit dem ersten Tage des eingehenden Mondjahres wurden die Roßschweife des Großwesirs unter den gewöhnlichen Feierlichkeiten an der Pforte ausgesteckt, zum Zuge ins Feld. 14 Tage danach hatte die Einweihung der neu gebauten Moschee der Walide zu Scutari durch das erste Freitagsgebet in Gegenwart des Großwesirs Mufti des Rishan Nishanji Pasha, der beiden Oberstlandrichter und des Vorstehers der Emire-Stadt. Und tags darauf begab sich die Walide-Stifterin selbst dahin zwischen zwei Wänden von Vorhängen, welche vom Landungsplatze bis an die Moschee gezogen waren. Es hatte der gewöhnliche Aufzug der Zünfte von Konstantinopel statt und die Jenitscharen bezogen die Zelte zu Daud Pascha. 2 Tage hernach zogen die drei Körper der Zeugschmiede, Kanoniere und Stuckfuhrleute mit 300 Kanonen und 20 Mörsern ins Lager. Die zur Eroberung von Assau bestimmte Flotte lief nach dem Schwarzen Meere aus. Das kaiserliche Admiralschiff mit 3.300 Seesoldaten besetzt, 22 Galeeren der Türken des Meeres, 27 Galeonen, auf welchen 16.000 Seesoldaten eingeschifft, 30 Kalotten, jede mit 220 und 60 Fregatten, jede mit 80 Soldaten bemannt, dann 120 kleinere Fahrzeuge für Untiefen und 100 Phoniken, jede mit 7 Soldaten, in allem 360 Schiffe mit 35.000 Mann an Bord, unter dem Befehle des Kapudan Pascha Ibrahim am 8. April. Zugleich erhielt das Lager den Befehl von Daud Pascha aufzubrechen. Am ersten Tage marschierten die Jenitscherin Jebeji, Topci und Toparabaci. Am zweiten folgte der Großwesir Serasker, nachdem ihn der Sultan mit Besuche und mit dem Pelze des Abschieds beehrte hatte. Und die asiatischen Truppen hatten den Befehl erhalten, teils von Tschardak in Asien nach Kallipolis, teils von Scutari nach Beşiktaş überzusetzen. Die Statthalter selbst mit ihrem Gefolge, nämlich die von Karaman, Sivas, Halep, Diyarbakır, Adana, Kangri, Angora,
Akşehir, Sidişehir, Tekke, Eskişehir und Bozok zogen vor dem Sultan vorüber und wurden mit Pelzen bekleidet. 19. Mai 1711. Bald darauf wurde ihm Handschreiben mit Ehrensäbel und dem Wesirsdiplome für den Janitscharin Aga Yusuf nachgesandt. Die Ordnung des Marsches war folgende: Die Sipahi und Silahdare bildeten den Vortrab, 4000 Kanoniere mit dem Geschütze, 6000 Zeugschmiede und die Stuckfuhrleute mit den Wagen für die Kranken, Verwundeten und anderen Gebrauch. Dann folgte der Tross der Bäcker, Wasserträger, Marketender, Zeltaufschlager, die Janitscharen, die Neugeborenen, neugeworbenen Sekbanen, die Großwesire mit seinem Leibwachen und der Heermusik. Die Wesire der Kuppel und die anderen an der Spitze ihrer Truppen. Die Statthalter mit den Lehenstruppen machten den Beschluss. So war das Heer von Isakci nach der Ebene von Kortal übergesetzt und war in die Moldau bis gegen Falci gekommen. Als die Nachricht eintraf, dass der Zar den Zekora über den Prut gegangen, in der Nähe von Falci sei und Scheremetow den Übergang zu verwehren mache. 10.000 Tataren schwammen über den Fluss, 4 in der Nacht geschlagene Brücken führten das türkische Heer hinüber. Das russische Heer war dem feindlichen nicht gewachsen, weil die Generale Renne und Jonas mit einem guten Teile desselben in der Moldau und Walachen zerstreut. Der Zar hatte sich zwischen dem Prut und einem Moraste verschanzt. Wie vormals Sobieski am Dniester bei Suravna, 28. Juli. Die Schlacht, in welcher die Russen den über den Fluss gesetzten Osmanen begangen, war verloren. Bei Rückzug hatte der Khan abgeschnitten. Es blieb kein Mittel der Rettung, wieder den Hunger oder wieder die umzingelnde, überlegene Heeresmacht übrig. Da sammelte Katharina Peters und Russlands guter Genius das zerstörte Gemüt des Gemahls und Schmuck und Gold, um daraus die Brücke zur Rettung zu bauen. Scheremetow schrieb an den Großwesir mit Friedensanträgen, womit der Kanzler Schafirow sich ins Lager des Großwesirs, der umso größeren Einfluss auf den Großwesir hatte, als er das Werkzeug seiner zweiten
Erhebung empfing die Geschenke kaum ein paar hunderttausend Rubeln im Werte. Die Summe teilten der Großwesir und Kaya miteinander. Wohl mochte den ersten auch des Kaya vorwiegende Stimme persönliche Neigung zum Frieden und die Aufsicht, dem Reiche den vorteilhaftesten zu verschaffen, zum Zugeständnisse desselben bewogen haben. Wie sehr sich auch Poniatowski bei der Verhandlung gegenwärtig im Namen des Königs von Schweden und der Tataren im Rahmen der Wohlfahrt des Reiches dagegen erklärte. Vergebens begehrte dieser einem jährlichen Tribut von 40.000 Dukaten. Vergeblich der Großwesir die Auslieferung Kantemirs, dessen vor verräterischer Abfall im Augenblicke des Überganges bei Falci kund geworden, sogleich die Ernennung seines Vorfahrs Nicolas Maurecordato veranlasst hatte. Der Staatsverräter Omar Effendi brachte die vorläufige Urkunde mit demütigendem Eingange zu Papier. Assow soll mit allem Zubehör zurückgestellt, Kaminska, Ismara, Tikhan geschleift, das Geschütz der Hohen Pforte übergeben werden. Russland verzichtet auf alle Einmischung in die Geschäfte der Kosaken, Podkal und Berabasch. Außer den Kaufleuten darf von Seite Russlands kein Gesandter zu Konstantinopel sich aufhalten. Die Gefangenen werden der Hohen Pforte zurückgestellt. Der Rückkehr des Königs von Schweden, welcher sich unter die Flügel der Gnade der Hohen Pforte begeben, wird kein Hindernis im Weg gelegt. Und wenn der Zar und König übereinkommen können, mögen sie Frieden machen. Die Untertanen sind gegenseitig nicht zu belästigen. Diese Urkunde stellt der Großwesir Kraft seiner Machtvollkommenheit aus, in der Hoffnung, dass die Huld des glorreichsten, größten, gnädigsten Padischahs unter vorausgesetzter Beobachtung der obigen Bedingnisse über vorausgegangenes, unverschämtes Benehmen ein Auge zudrücken wolle. Nach Unterzeichnung dieser Urkunde wird dem freien Abzuge des Zars nicht in den Weg gelegt. Für die Vollziehung derselben gibt er als Geisel seinen geheimen Rat, den Kanzler Freiherrn Peter Schaffirow am 22. Juli 1711 und Petrovich Michael Scheremetow, welche nach Vollziehung des Traktates unverzüglich wieder zurückgehen können. Dies ist der für Russland unvorteilhafteste und
unrühmlichste aber hinsichtlich der Lage, in welcher derselbe zugestanden ward, für die Pforte noch weit unvorteilhaftere und unrühmlichere Friede vom Brot. Dreiundsechzigstes Buch. Ob Friedens am Brot der Großwesir zweimal gewechselt Karls dem XII. Empfangsname, der Mufti zweimal gewechselt, russischer Friede, Karls dem XII. Abreise, Empörung in Kairo durch Caitasbek, Tod Nasuh Paschas, des Mufti Ebesade, des Wesirs Kalalikow und 10 großer Gelehrten, Eroberung von Korinth, Ägina, Napoli, die Romania, Koron, Navarin und Modon. Sing vergebens belagert. Verfügungen im Betreff der Ulema. Kernverwaltungsmaßregeln. Hinrichtungen, Abdungen, Feuerbeleuchtung. Tod der Walide, Kurden und Araber gezähmt, englischer Dolmetsch geprügelt, venezianischer gehängt, Schreiben nach und von Wien, der deutsche Krieg dreimal beraten, Gesandter der polnischen Konföderation, Brankowane und Konstanzane hingerichtet, Marsch nach Belgrad, Gefecht bei Karlowitz, Schlacht bei Peterwardin, Khalil Großwesir, der Kaya hingerichtet, Temeschwars Fall, Bukarest und Jassin überfallen, Begebenheiten von Korfu und Dalmatien, Absetzung des Kapudampascha und Tatarchans, kufische Münzen, sei Silber aus dem Schatze, Schlacht bei Belgrad, desselben und des Großwesirs Fall, Kriegsvorfälle in Bosnien, Dalmatien zur See. Der Kapudampascha, Mufti und Großwesir abgesetzt, Friedensanwurf und Kakotza, Kongress und Friede von Parasowitz.